Nach Zelda möchte ich mal ein bisschen Ruhe. Ja, und deswegen bin ich wieder Mark 8 und Mark 8 bin ich. Nicht online, sondern offline. Wir haben in der Folge ja den Spiegel Cup mit 3 Sternen geholt. So, und wir nehmen für den Blumencup. Let's go! So, Peach. Wir nehmen den Standardball. Nein, wir nehmen den Endball. Dann nehmen wir Rennbike, den Flick Violett und den Segelflieger. Und heute machen wir den Panzer Cup. Oder doch der Panzer Cup, also wir sind im Spiegelmodus. Ja, ich hoffe, ihr kriegt es da besser hin, weil tja. Ich bin ja so ein Mario Kart Freak. Warte, ich bin ein Mario Kart Freak. Los geht's hier. Ja, wo ist der Felder? Und ja, ich werde mit euch gleich anfangen. Gewonnen! Ja! Erste Rennen! Wow, Peach ist wirklich, ja, Mario muss die immer befreien und so. Ja. Dann kommt so Mario Odyssey bald. Im Oktober. Ja, und dann muss Mario wieder Peach retten. Nein! Was ist denn los? Ist das ein Rage-Schlag oder was?
So, wie kann ich die vorstellen? Wieder gewonnen. Wow. Wieder vorn. Yay. Yes. Also was ist heute los mit mir? Wir mit dem Vulkan. Was halt da? Aber das habe ich schon irgendwie gesagt. Banane. Auf. Wow, ich habe Zeit. Noch cooler. So. Und ansonsten, ja. Also ganz Felder. So. Wieder 50 Punkte. Was ist heute los? Da kommt die CPU. Das ist dann nicht sein Stärker. Das war schon mal im... In wie viel Rennen war das? Das war... Doch, im letzten Part war es auch so, genau so. Und da war auch so 3 Sterne gedrückt. First try. Und jetzt hat auch First try 3 Sterne.
Was? Wir sind gerade gegen ein Auto und am Tag den haben wir drauf gekommen. First try, bitte 3 Sterne geholt. Wow! Ich dachte, das ist der schneller gewesen, aber. Nee. Ich bin immer noch genervt wie ein Felder. Ich bin echt stolz. So. Ich würde sagen, da warten wir mit Mark 8 Deluxe. Und ich habe gerade 32 Sterne. Let's go! Und in der kommenden Folge machen wir weiter mit dem Blumencup. Ja. Und tja, ob ich da wieder die 30 Sterne schaffe, das sehe ich dann in der kommenden Folge wieder von Marke 8 Deluxe. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann in der kommenden Folge. Also, tschüss!